Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Das letzte Mal haben wir hier einen Geist beruhigt und der hat jetzt erstmal den Ikara Canyon halbwegs in Ordnung gebracht. So, und unser nächstes Ziel ist dann erstmal dieses Haus hier. Da spielt jetzt wieder die Musik. Oh, da steht ein Mädchen. Okay. Sie lässt uns wohl nicht drin. Dann warten wir hier mal noch ein bisschen. Die kommt bestimmt irgendwann wieder raus. Jetzt können wir diese schöne Musik hören. Man kommt es dann wieder raus. Überleg mal schnell. Ah, da ist er wieder. Okay, und jetzt noch ein Trick, um nicht von ihr gesehen zu werden. Einfach die Felsmaske aufsetzen. Und dann ist man ja für alle Lebewesen wie Luft. Also so unauffällig wie ein Stein. So. Guck mal, was hier abgeht. Ja, man sollte ihn nicht angreifen, sondern das Lied der Befreiung spielen. Weil wenn man ihn angreift, dann fliegt man wieder raus. Vater? Vater! Pamela! Was habe ich die ganze Zeit über gemacht? Du hast gar nichts gemacht. Du hast einen bösen Traum gehabt. Nur einen kleinen bösen Traum. Pamela. Da haben wir uns einfach mal Gyptos Maske eingesackt. Eins, das ist abstoßende Antlitz auf dem Gesicht von Pamelas Vater. Diese Maske wirkt so echt, dass selbst ein Gypto dich für einen Design hält. Jetzt lass sie endlich in Ruhe. Verstehst du denn gar nichts? Du bist dermaßen unsensibel. Ja, ja, okay, ich gehe ja schon. So. Mal gucken. Was
check ich mal ganz kurz, wo es als nächstes hingeht. Und dann geht's nochmal nach Unruhstadt, weil ich muss noch was besorgen. Und zwar springen wir gleich in den Brunnen hier. Allerdings muss ich noch vorher ein paar Dinge besorgen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, was wir alles genau brauchen, aber ein bisschen weiß ich noch. Also es kann sein, dass wir trotzdem noch mal irgendwann zurück müssen, um irgendwas zu holen. So, und als nächstes geht's nach Westunruhstadt. Und zwar in den Bombenladen. So, da werden wir nochmal kurz die Ronhaut aufziehen. Und dann mit diesem Goron hier reden. Oh, wer hätte das gedacht? Du bist ein Gerone, also solltest du auch in der Lage sein, ein Pulverfass zu tragen. Ein Pulverfass kostet 50 Rubine. Ja, ich denke, ich kaufe eins. So. Vorsicht, die Kraft der Nation ist nicht zu unterschätzen. Pulverfässer, die mein Lehrer hergestellt hat, sind äußerst durchschlagskräftig. Wenn du wieder welche brauchst, besuche mich jederzeit wieder. Okay. Als nächstes geht's in den Wald. Also in den Sumpf, besser gesagt. So. Und dann einfach mal wieder zu den Hexen rollen. Oder zu der Hexe. Ups. Das ist ja jetzt am ersten Tag, also wird sie nicht abhauen. Ey, du, red mir. Hihi, willkommen. Meine Tränke wirken gut. Ja, ein blaues Elixier, bitte. Okay. Dann kommt jetzt zum ersten Mal die eine Maske zum Einsatz. Die wir zwar bekommen, aber noch nie benutzt haben. Und zwar die Maske der Düfte. Und zwar, wenn man die aufsetzt, dann fängt Link auf einmal an, so komisch rumzugrunzen. Und ja, man sieht, man würde jetzt Pilze irgendwo sehen. Also, ich meine eher lilane Stellen. Die muss man halt finden. Hier zum Beispiel. Die Kraft dieser Maske lässt sich mit den Augen erkennen, was sie in deiner Nase erschnüffelt. Manchmal kannst du diese Düfte sogar in Flaschen stecken. Bring sie jetzt zum Magie-Shop, zur alten Schachtel. Okay. Ein magischer Pilz. Sein erdiges Aroma lässt die Nasenflügel beben. Gut. Dann bringen wir noch bei der alten Schachtel den Pilz. Na, jetzt klettert die Leiter hoch, danke.
Die willkommen. Meine Tränke wirken gut. Wir waren mit der Hexe. Und wenn ich nur ein paar von diesen duftenden Pilzen hätte. Hier, bitte. Welch ein Bouquet. Danke, dass du einen für mich gesucht hast. Ich konnte sie einfach nirgends finden. Das hat mich tatsächlich in einen Lieferengpass gebracht. Ich kann damit etwas zubereiten. Komm später nochmal wieder. Reicht jetzt, wenn man immer raus und wieder rein geht? So. Ah, gerade frisch gebraut. Es schmeckt köstlich und verfehlt nie seine Wirkung. Na ja, damit. Was, du willst ein blaues Elixier? Da du mir einen Pilz gebracht hast, sollst du eine Portion gratis bekommen. Oh, danke. Blaues Elixier halten. Aber nächstes Mal musst du dafür bezahlen. Oh, verpetze mich nicht bei Kuma. Gut. Ach komm, ich nehme mir einfach nochmal eine Flasche. Wie viel kostet? Okay, 10. 10 Rubine, die habe ich. Verlegt mir erstmal noch schnell meine grüne Energie auf. Mit 10 Rubine für eine volle Magieanzeige? Hm, schon gut. So. Als nächstes geht's zur Milchstraße. So. Ach ja, da ist jetzt der Fell. Okay. Dann benutzt du halt so ein Pulverfass. Da muss ich halt gleich noch ein neues kaufen. Weiter rollen. So, wir brauchen nämlich Milch. Ich weiß nicht, ob man die auch so direkt von Kühen kriegt. Oh, kommst du gerade aus der Stadt? Ja. Das bedeutet, dass die Milchstraße wieder frei ist. Dann kann ich ja wieder Milch in die Stadt liefern. Willkommen auf der Romani Ranch, Heimat des köstlichen Chateau Romani. Fühlen Sie sich wohl bei uns? Ja, ich wollte Milch haben. Die ist eine spezielle Züchtung. Mein Vater hat sie uns hinterlassen. Praktisch wie ein Erbe des Himmels. Diese Kühe geben die Milch für unsere Chateau Romani, eine sehr begehrte Milchsorte unter Kennern. Diese Milch ist wertvoller als Nektar und Ambrosia, denn sie füllt deine Magie wieder auf. Möchtest du den Genuss dieser Spezialität bekommen? Dann besuche die Milchbar Latte nahe des Osttors von Unruhstadt. Wie war mein Verkaufsvertrag? Ich hoffe, dass ich es genauso gesagt habe, wie es in den Lehrbüchern steht. Mal gucken. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es geht. Vielleicht mit der Maske der Wahrheit? Nee. Eponas Lied? Nee, wie kommt man denn nochmal an Milch ran? Ich guck mal nochmal in der Stadt. Ich glaube, ich weiß, wo ich es gucken kann.
Das war nämlich in der Milchbar, die sie uns gerade beschrieben hat. So, ich setze schon mal die. Dafür brauchen wir auch die Robani-Maske. Damit wir als Mitglied ausgewiesen werden. Mach's. Die Bar öffnet erst abends, mein Herr. Nur Mitglieder haben Zutritt. Ohne ein Zeichen der Mitgliedschaft können wir leider keinen Eintritt gewähren. Ich bereite gerade alles vor. Solange Sie mich nicht dabei stören, können Sie gerne bleiben. Okay, später dann. Da werde ich mal ganz kurz die Zeit verschnellern wieder. Also normalisieren, besser gesagt. Also müssen wir abends wiederkommen. Kundenregelung der Milchsparlatte. Unser Kontingent an Milch ist begrenzt. Aus diesem Grund schenken wir nur an Mitglieder aus. Ohne das Zeichen der Mitgliedschaft kommen sie leider nicht in den Genuss unseres Ausschanks, der Besitzer. Okay, ich wollte eigentlich gucken, wann die, wann nun offen ist, aber naja. Und zwar haben wir schon erzählt, nochmal schnell ein paar Rubine. Weil ich will jetzt noch was davor machen. Vor der Milch. Was ich eigentlich schon vorher halt machen wollte. Ach ja, und nochmal ein neues Pulverfass kaufen. So, ja, verkauf mir eins. Gut. Vielen Dank. Ah, sehr gut. Endlich kann ich dieses Minispiel machen. 4, 5, 6. Huch, du hast mich erschreckt. Unterbrich mein Training nicht. Ich versuche exakt 10 Sekunden lang im Geiste zu laufen, ohne dabei auf die Uhr zu schauen. Ich befand mich mitten im mentalen Training. Du magst das sicherlich finden, aber es ist gar nicht so einfach. Willst du es mal probieren? Ja. Drücke A, um anzufangen. Warte 10 Sekunden ab. Genau dann, wenn du glaubst, die 10 Sekunden wären um. Drücke noch einmal A. Der Zeit betrug 10:26. Ach, fast. Das war aber knapp. Ach nichts, ich murmle so vor mich hin. Das sieht aus, als wolltest du es nochmal versuchen. Ich gewähre dir einen weiteren Versuch, aber es kostet dich 2 Rubine. Nee, noch nicht. Ja, du hast mich bei meinem Training gestört. Fort, fort. Ja, es gibt einen. Man kann jetzt entweder so versuchen, die 10 Sekunden zu shoppen, was allerdings fast unmöglich ist. Allerdings gibt es noch eine einfachere Methode. Man setzt sich einfach die Hasenohren auf und dann redet man nochmal mit ihm. 4, 5, 6. Huch, diese Ohren! Ach, die sind ja gar nicht echt. Das ist ganz schön erschreckt. Ich stelle mich nicht beim Training. Ich versuche exakt 10 Sekunden lang im Geiste zu laufen. Ich befahre mich mitten. Du magst das sicherlich finden. Ja, ich will es versuchen. Drücke A, um anzufangen.
Der Zeitbetrug, 10 Sekunden. Hä, 10 Sekunden? Das ist außergewöhnlich. Dein Zeitgefühl ist dem eines Postboten ebenbürtig. Als Dank für diese beeindruckende Vorstellung gebe ich dir das hier. Ein Herzteil gefunden. Das glaube ich einfach nicht. Ich muss mehr trainieren. Viel mehr. Du hast den Uhrenstick in freien Lauf gelassen. Das wurde im Notizbuch vermerkt. Okay. Gut, dann ist unser nächstes Ziel wieder die Milchbar. In der Nacht. Ups. Allerdings werden wir das halt erst im nächsten Part machen, weil dieser Part ist schon wieder vorbei. Also ich hoffe, euch hat es dann bis hierhin gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.